Mein Gehirn wurde zu einem Kollisionsort für die verrücktesten Gedanken. Manche davon sind banal. Aber anderes wehrt sich, darüber Gedanken zu machen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verliere den Verstand. Ich bin mir über nichts mehr sicher. Es ist dieselbe Angst, die mich überkommt, wenn ich denke, ich hätte vergessen, wie ich meine Krawatte binde oder meine Schnürsenkel. Oder ich hätte vergessen, wie ich mein Essen runterschlucke und dass ich daran ersticken könnte. Vor 3 Tagen stand ich vor unserem Badezimmerspiegel voller Panik, weil ich vergessen hatte, wie ich meine Krawatte binde. Ich wollte sagen, Sally, Sally, kannst du mal bitte kommen und mir helfen? Aber ich konnte nicht. Was hätte sie gedacht? Letzte Nacht habe ich ein Stück Steak in meine Serviette gespuckt, anstatt zu riskieren, es runterzuschlucken, weil ich Angst hatte, ich würde daran ersticken. Vielleicht, ja, vielleicht ist es unbedeutend und deshalb spricht niemand darüber. Niemand will wissen, wer wir wirklich sind. Jemanden wirklich kennen. Darum führe ich Selbstgespräche. Erzähl einer Frau, du hast vergessen, wie du dein Essen runterschluckst. Und sie ist schneller in ihrem Auto und aus deinem Leben, bevor du sagen kannst, warte. Da ist noch mehr. Manchmal muss ich an jemand anderen denken, wenn ich mit dir schlafe, weil ich Angst habe, da ich nicht hart bleibe. Oder wie gerne ich die Teenage-Tochter von dem Pärchen, das 3 Türen neben uns wohnt, vögeln wird. Wie mein Vater die ganze Luft aus seinem Raum saugt und ich nicht atmen kann, wenn ich bei ihm bin. Wie wenn ich meine Brust aufreißen könnte und mein Herz rausriss, um es in kleine, grobe Stückchen an die Möwen zu verfüttern. Dieser Schmerz wäre nichts verglichen mit dem, den ich bereits spüre. Schmerz deiner Untreue. Wie zutiefst verängstigt ich bin, dich zu verlieren. Wie kann ich dir diese Dinge sagen, damit du spürst, es ist aus Liebe?